Wie läuft es denn gerade bei euch? Ist alles gut oder seid ihr schon mit Problemen hierher gekommen? Wie ist bei euch der Stand? In der Beziehung generell? Ja, wie läuft es bei uns, Maus? Also im Moment läuft es eigentlich sehr gut, würde ich sagen. Genau, das wollen wir auch so stehen lassen. Wir sind happy miteinander und freuen uns, dass wir auf jeden Fall danach wieder zusammen rausgehen und uns eine schöne Zukunft aufbauen können. Du willst es natürlich so stehen lassen, ich natürlich nicht. Ich bin ja da, um nachzubohren. Deswegen, ihr hattet ja auch schon Probleme bei euch in der Beziehung. Was Am Anfang, war da los? Ja. Wir haben halt eine besondere Beziehung. Wir haben besonders gestartet. Ellie hat damals Escort gemacht. Genau, ich habe sie in der Zeit kennengelernt. Und bist du weiter oder soll ich? Genau, irgendwann hatten wir halt entschieden, dass es so nicht weitergehen kann quasi, dass wenn wir richtig zusammen sein wollen, dass es halt wichtig ist, dass ich damit aufhöre. Credo, deine Familie, die weiß ja wahrscheinlich auch von ihrem ehemaligen Job. Ja, wissen sie. Das ist ein Problem für die, oder? Ist es dann halt so gewesen, dass der Bruder heiraten wollte, ne? Katholisch, sind auch streng katholisch, ich war natürlich nicht eingeladen. Also sie meinten halt, sie wollen ja das Beste für ihren Sohn, die meinten, du bist auch nicht jünger, du musst dir was suchen für die Zukunft und das hat keinen Bestand. War keine leichte Zeit für mich, dass Ellie damals Escort gemacht hat. Allerdings, nicht jeder Mensch ist perfekt, jeder hat seine Facetten, ich komme drauf klar. Also ich mache bei dem Tilchen auf jeden Fall auch mit, weil ich Credo beweisen will, dass für mich dieser Escort-Job ein Kapitel in meinem Leben war. Es war für mich ein Job und nichts mehr, aber ich kann treu bleiben. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Na, habt ihr auch schon Feuer gefangen und wollt nicht mehr länger warten? Hier geht's zur ganzen Folge, hier geht's zu weiteren Highlights. Und wenn ihr das noch nicht abonniert habt, dann holt es mal bitte schnell nach. Und zwar hier.